Wie lädt man so einen 35mm Film in eine Kamera? Eigentlich ganz einfach, aber wenn man das noch nie gemacht hat, dann hilft es, wenn man sich ein paar Tipps holt. Ich fotografiere gerne hier mit dieser Canonet QL17. Die hat noch mal ein bisschen so einen besonderen, wie soll ich sagen, Lademechanismus. Aber grundsätzlich ist das fast bei allen Kameras gleich. Also, wenn ihr so eine Kamera habt, dann werdet ihr hier irgendwo so eine Art Rücklaufspule haben. Die muss man einmal hochziehen und dann öffnet sich meistens die hintere Tür der Kamera. Dann habt ihr entweder auf der rechten oder linken Seite die Möglichkeit, einen Film einzulegen, und auf der anderen Seite wird der Film dann vorgespult. Je nachdem, was es für eine Kamera ist. Meistens bei den Kameras, die automatisch vorspulen, also etwas modernere Kameras, da liegt der Film rechts und das wird nach links gespult. Bei den älteren liegt der Film links und es wird nach rechts gespult. Es ist wichtig, dass man darauf achtet, dass der Film auf diesen kleinen Zahnrädchen hier liegt. Das sind so kleine Zahnräder, diese weißen hier. Und auf dem Film selbst, das sieht man auch hier, auf dem Film selbst sind auch nochmal wieder so Löcher drauf. Und die greifen dann, diese Zahnräder greifen dann in die Löcher und sorgen dann dafür, dass der Film weiter rauskommt. Schritt 1 wäre dann letztendlich das Öffnen der Kamera. Dabei muss das hier oben bleiben, damit man letztendlich den Film reintun kann. Denn wenn ich das nach unten mache, dann ist der Film fest drin. Dann lege ich den Film ein, so, drücke das wieder runter hier. Dann ist der Film schon mal fest drin. Das nächste, was ich mache, ist, ich ziehe einen Teil vom Film raus. Und bei dieser Kamera hier muss ich den Film nur hier drauflegen. Dann schließt sich diese Klappe hier und der Film ist im Prinzip eingefädelt. Bei anderen Kameras ist es nochmal ein bisschen anders und das zeige ich euch jetzt, denn ich habe auch noch andere Kameras hier. Eine Sekunde. Also Film wieder raus, Kamera zu. So, hier habe ich wirklich so das simpelste Modell einer 35mm Kamera. Man kann hier die Kamera öffnen, Foto machen. Das ist auch eine Sucherkamera. Das heißt, ich gucke nicht durch die Linse, ich gucke hier oben durch den Sucher. Ich öffne die Kamera und auch hier seht ihr, ich habe hier unten eine Spule, die ist jetzt unten. Da kann ich den Film reinlegen. Ich kann den zurückdrehen. Und ich habe hier so ein Drehrädchen, welches ich brauche letztendlich, um den Film vorzuspulen. Ja, das geht nicht mit so einem Hebel. Aber wichtig bei dieser Geschichte ist, hier bei dieser Spule, wo der Film nachher drauf geladen wird, ist, dass da ja ein schmaler Schlitz ist, wo man letztendlich den Film reintun kann. Was ihr also machen müsst, ist, ihr nehmt wieder den Film, legt ihn rein. In diesem Fall gar nicht mal so einfach bei der hier, weil, ah doch, es geht doch nach unten. Also in den meisten Fällen kann man eigentlich das immer nach unten packen, den Film reinlegen, das wieder hoch, in irgendeiner Art und Form. So, und jetzt muss ich schauen, dass ich diese Lasche hier oben, ja, dass ich das auch hier wirklich reinstecke, so gerade eben. Und dann kann ich etwas weiterziehen und dann sollte der Film, sollte diese Spule den Film greifen und auch weiter rausziehen. Und wenn ihr mal genau hinschaut, dann sieht man auch, dass hier letztendlich der Film auf diesen Zahnrädern liegt und die auch dafür sorgen, dass der Film wirklich richtig fortgeführt wird. Das wäre eigentlich schon alles für den Teil der offenen Kamera. Ich hole das jetzt wieder raus, weil ich wollte mit dieser Kamera eigentlich nicht fotografieren. Ich wollte nämlich mit dieser hier fotografieren. Und da, wie gesagt, aufmachen. Film reinlegen.
Ich muss ihn jetzt etwas wieder zurückdrehen, weil ich habe ihn gerade rausgezogen. So. Und in meinem Fall hier einfach schauen, dass die Zahnräder in den Film greifen, diese Lasche drauf zumachen, das hier zumachen und dann müsst ihr 2 oder 3 Fotos machen. Das kommt drauf an, was für eine Kamera ihr habt, aber ihr könnt immer davon ausgehen, dass die 2 ersten Fotos nie was werden, weil die natürlich schon belichtet wurden, dadurch, dass ihr den Film etwas aus der Lasche gezogen habt. Aber muss man ja machen, sonst kriegt man den Film letztendlich ja nicht in die Kamera. Das heißt, einmal vorziehen, dann könnte ich jetzt ein Foto machen, 1. Und wenn ich jetzt nochmal vorziehe, dann seht ihr vielleicht, hier ist so eine Art Candy Bar, so ein Rot-Silber-Streifen. Und wenn ich dann hier den Filmhebel betätige, dann sollte sich der so ein bisschen hin und her bewegen. Und ihr habt auch gesehen, hier diese Lasche hat sich bewegt, also diese Rolle hier hat sich bewegt, womit ich die Filmrücklaufspule hat sich bewegt. Und daran könnt ihr auch erkennen, dass der Film richtig geladen wurde. Das heißt, dieser Filmtransporthebel, der hat gegriffen und zieht den Film auch aus der Patrone raus. Jetzt mache ich noch eben wieder ein Foto. Boom. Und jetzt ist meine Kamera fertig zum Fotografieren. Und so lädt man eine 35mm Kamera. Wenn ihr noch Fragen dazu habt, dann schreibt es gerne unten in die Kommentare. Jede Kamera ist ein bisschen anders, aber grundsätzlich funktioniert es so. Das, was am meisten schief geht dabei, ist, dass man den Film nicht richtig in diese Lasche bekommt, beziehungsweise hier nicht richtig drauflegt und er dann nicht richtig greift. Das merkt ihr einfach daran, dass der Film hier ein bisschen stramm wird. Das kann man so ein bisschen prüfen. Mit der Zeit kriegt man einfach Erfahrung. Aber ich hatte auch schon Film abgerissen oder Film nicht richtig geladen und dann gar keine Fotos gemacht. Oder was mir auch letztens mal passiert ist mit dieser Kamera, ich bin am Fotografieren und wundere mich nach 40 Fotos, wann ist mein Film eigentlich voll? Und ich, Idiot, habe keinen Film reingemacht. Also schreibt euch am besten auf, welche Kamera welchen Film hat, wann ihr den reingetan habt und so weiter und so fort. Weil wenn ihr, sag ich mal, den nicht sofort durchfotografiert, dann kann das ein bisschen durcheinander werden. Ich hoffe, euch hat das Video weitergeholfen. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin. Ciao.